Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary Gameplay des German Gamer Clans. Hier ist euer Gegner Snipemare und ihr guckt euch ein MEG Team Slayer Gameplay von mir an auf Sanctuary. Die Runde ist sehr gut für mich. Ich gehe 25 zu 2. Es sind ein paar schöne spielerische Leckerbissen mit der Snipe und auch mit der DMA dabei. Aber natürlich auch ein paar Chokes. Das kann man natürlich nicht verhindern. Ja, ich habe mir überlegt, heute möchte ich über Halo. Also möchte ich so eine Art Halo-FAQ erstellen. Damit ist gemeint so halt die Grundregeln für Halo, weil einige von unseren Zuschauern gucken vielleicht Halo nur, weil sie es interessant finden, aber noch nie selbst gespielt haben. So dass ich ein paar Regeln erkläre. Ich weiß, viele Leute, also außer uns, haben das schon mal gemacht, aber ich wollte auch mal unbedingt so cool sein wie die anderen und deswegen mache ich das jetzt. Ja. Vielleicht merkt ihr auch so, ja, ey, Snipemare, dein Sound hat sich voll verbessert, du rauschst gar nicht mehr und so beim Commentary. Ja, genau, das liegt daran, ich hatte vorher ein SteelSeries 5XB. Kann ich nur sagen, vom Sound her alles okay. Bloß es geht halt richtig schnell kaputt, deswegen konnte ich mich nicht mehr ganz darauf verlassen. Hab mir dann zu Weihnachten ein neues Headset gewünscht, und zwar das Astro A40. Einige von euch kennen das sicherlich, das wird auch oft beim Pro Circuit von einigen Leuten benutzt. Gehört auf jeden Fall zur Elite der Gaming-Headsets, zusammen mit den Sennheisern, würde ich sagen. Ich kann es nur empfehlen, der Sound ist so genial. Also ich habe es mir zu Weihnachten von meiner Familie gewünscht. Aber der Preis ist schon ein bisschen mehr. Also ich habe 250 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Und für ein Headset ist es schon ein stolzer Preis. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Falls ihr Interesse habt, es euch zu kaufen oder so, kann ich aber den Link in die Beschreibung packen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja. Also jetzt mal zum FAQ zu kommen. Es gibt ja halt so ein paar Regeln in Halo, sage ich mal. Zum Beispiel, dass man mit der DMA, mit der ich gerade im DMA-Duell bin, wenn alles glatt läuft, 5 Headshots braucht, um den Gegner zu töten. Ja, das war früher etwas schwerer als jetzt. Damals gab es nämlich Bloom. Bloom ist, wenn ihr mit der DMA schießt und das Visier verzieht, also dass die Schüsse ungenauer werden, umso schneller ihr schießt. Was natürlich ziemlich scheiße ist, sage ich mal. Da der nicht immer der Bessere zum Beispiel auch im DMA-Duell gewonnen hat, sondern der auch manchmal ein bisschen mehr Glück und Bloom hatte. Also ziemlich ärgerlich. Deswegen finde ich gut, dass 343 Industries halt jetzt das Title-Update schon im Oktober rausgebracht hatte, wo man halt Zero Bloom spielen konnte, aber auch mit 85% Bloom. Mir persönlich hat gleich Zero Bloom viel besser gefallen. Wurde dann auch zum Glück im Dezember in MEG reingebracht. Das war einfach das Beste, was 343 tun könnte. Allein dafür liebe ich sie halt schon. Was Zero Sprint angibt, also sonst, wie ihr es vielleicht kennt aus Team Slayer, Big Team Battle, kann man ja immer seine Klassen auswählen mit Perks. Zum Beispiel gibt es da das Jetpack, den Armor Lock, den ich übrigens hasse über alles. Dann gibt es noch Evade, was ich relativ interessant finde. Da macht ihr so zwei schnelle Rollen, so zack, zack, zack. Also Evade finde ich schon ziemlich lustig. Gibt es auch in MEG auf einigen Karten als aufnehmbares Extra. Dann gibt es halt noch Hologramm, Unsichtbarkeit. Also ziemlich viele Sachen, die anfangs verwirren. Doch sobald man halt so ein kleiner Halo-Veteran geworden ist, spielt man sich darauf und fällt dann auf solche Sachen auch nicht mehr so richtig rein. Wie gesagt, in MEG gibt es halt keine von diesen extra Perks, sage ich mal. Gefällt mir, so hat jeder fast dieselben Chancen. Also hat jeder dieselben Chancen, denke ich mal. Außer der Host spielt mal wieder nicht so mit, wie sich alle wollen, sondern das sind bei den Army-Hosts immer nichts connected. Also habe ich schon oft mitbekommen, gefällt mir auch nicht. Egal, jetzt will ich hier nicht rumflamen, sondern kommen weiter zu einem nächsten Punkt. Das sind zum Beispiel die Spawn-Zeiten. Vor allem wichtig bei Halo sind die Power-Weapons. Jeder startet halt am Anfang mit derselben Waffe und auf der Map gibt es halt extra Waffen wie eine Sniper, eine Rocket, eine Schrotflinte, ein Schwert. Hier jetzt in MEG halt nur eigentlich die Pro Pipe, also der Nate Launcher. Die Rockets und die Sniper sind halt die wichtigsten Sachen. Wenn man die Control da hat, sollte man auch das Game eigentlich nach Hause schaukeln können. Die Sniper und der Nate Launcher kommen halt alle 2 Minuten. Ihr seht ja immer rechts die Ingame-Zeit, müsst ihr euch einfach merken, solange kein Host-Change ist, kommt die Sniper bzw. Nate Launcher immer alle 2 Minuten auf den ungeraden Zahlen. Das heißt um 13:10, dann halt 11:10, 19, 17 und immer so weiter. Müsst ihr halt gucken, dann kommt die Sniper ab, hier zum Beispiel auf Sanctuary, kann man sie einfach so gut spekulieren und sie halt dann bekommen. Ja, bei Rockets sind halt dann 3 Minuten.
Eine andere Sache wäre natürlich noch, dass man, wenn man sich also als Einsteiger für Halo, würde ich immer Team Slayer empfehlen, weil man da halt besser den Umgang mit der DMA auch lernt und auch ein bisschen so, wie Halo funktioniert. Wenn man dann halt fortgeschritten ist, auf jeden Fall MEG ist das einzig wahre. Also für mich, ich bin nur noch MEG zum Beispiel. Wirklich nur zu empfehlen, aber wenn ihr es spielt, bitte, ich kann es nur empfehlen, geht mit einem Viererteam rein, sonst hat das nicht sehr wenig Sinn, wenn eure Randoms zum Beispiel nichts drauf haben oder die ganze Zeit quitten. Ja, ich weiß, das FAQ war jetzt ein bisschen kurz geraten, weil mein Gameplay halt auch nur 5 Minuten oder so geht. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach eine Nachricht oder in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Snipemare. Viel Spaß noch und guten Rutsch ins neue.